Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie immer gibt es noch ein kleines Zusatzvideo zur Auflösung der Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe der letzten Stunde. Diesmal ging es um eine Quelle mit der Bezeichnung CTH143. Da war in den Folien und auch auf dem Arbeitsblatt ein Zahlendreher. Richtig, also 143 gleich Codex Theodosianus, Buch 1, Titel 4. Drittes Gesetz, dritter Abschnitt, und das ist das sogenannte Zitiergesetz. Dazu gab es Leitfragen auf den Folien und dann auch in etwas anderem Format auf StudIP, die darauf abzielten, dass Sie eine kleine Exegese schreiben, dass Sie die wesentlichen Gliederungspunkte einer schulmäßigen Exegese abarbeiten, so wie das auch in der Klausur gefragt ist. Keine Frage gab es zum Ausblick aufs moderne Recht. Auch dazu kann man hier ein paar Worte sagen. Ich werde nachher was sagen. Ob das in der Klausur verlangt ist, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, werde ich dann klar ausflaggen und werde das nur verlangen, wenn es dazu was zu sagen gibt, was man von Ihnen auch erwarten kann. Zunächst ein Blick auf den Text. Wir werden den jetzt nicht im Ganzen vorlesen. Der ist recht lang und weitschweifig. Wenn Sie ihn in dieser Form durchlesen wollen, drücken Sie jetzt auf die Pause-Taste. Sie können sich auch stattdessen das Arbeitsblatt 12 nochmal zur Brust nehmen. Ich habe davon eine in der Bezeichnung korrigierte Version hochgeladen, wo Sie den Text auch finden. Wir gehen gleich weiter und sprechen zunächst über den historischen Kontext, wie das auch in der Digestenexegese am Anfang steht. Da können wir aus den Angaben, die im Text enthalten sind, sehen, dass es sich um eine Kaiserkonstitution, ein Gesetz zweier Kaiser aus dem 5. Jahrhundert handelt. Denn die Namen der beiden Kaiser sind am Anfang angegeben. Die Nummern, dass das Theodosius II. Und Valentin der Dritte sind, allerdings nicht. Valentinian der Dritte sind allerdings nicht. Das müssten Sie gegebenenfalls sich googeln, dass zu dieser Zeit im Jahre 426 nach Christus schon der zweite Theodosius regierte und so weiter. Das Datum ist am Schluss angegeben in der üblichen Form durch Angabe der Konsuln, das ist aber in der Übersetzung aufgelöst zur normalen Zeitrechnung 426 nach Christus. Und aus der Angabe CTH können wir schließen, dass der Text aus seinem, also dass dieses Kaisergesetz in eine Gesetzessammlung übernommen wurde, und zwar eine Sammlung, die derselbe Theodosius selbst, der als Mitverfasser hier genannt ist, initiiert hat und die 3 Jahre später schon erstellt wurde, der sogenannte Theodosianus, Codex Theodosianus, eine Sammlung der Kaisergesetze und damit ein Vorläufer der Sammlung der Kaisergesetze durch Kaiser Justinian. Bitte beachten Sie auch an der Stelle, erstens sollten Sie den Codex Theodosianus von 426 nicht mit dem Codex Justinianus von 534 verwechseln. Zweitens sollten Sie sich merken, beides sind Sammlungen von Kaisergesetzen. Der Justinianische Codex ist nicht identisch mit der ganzen Rechtssammlung Justinians, dem sogenannten Corpus Juris. Davon ist der Kodex nur ein Teil, nämlich der Teil, der Kaisergesetze sammelt. Daneben gibt es die Digesten mit den Schriften der klassischen Juristen, die Institutionen, das Anfängerlehrbuch und dann noch die Novellensammlung, die Justinians eigene Gesetzgebung nach Abschluss des Kodex sammelt. Da es sich hier um ein Gesetz des 5. Jahrhunderts nach Christus handelt, sind wir in der Spätantike und in der nachklassischen Epoche der Rechtsgeschichte. Und in gewisser Weise ist der Text, den wir hier vor uns haben, für diese Zeit auch charakteristisch. Inhaltlich geht es um eine Regelung des Umgangs mit der klassischen, das heißt der damals schon wenigstens 200 Jahre alten Literatur. Die genießt offenbar immer noch hohes Ansehen, denn es wird reguliert, in welchem Umfang sie bei Gericht zu Rate gezogen werden darf, in welchem Umfang die Parteien sich darauf berufen dürfen. Das ist nur nötig, weil offenbar diese Klassikerschriften im Zweifel den Ausschlag geben, zugleich aber Unsicherheit darüber besteht, welches Gewicht die nun haben und welche verwendbar sind. Und das wird vom Kaiser in der Weise gelöst, dass eine Auswahl getroffen wird, dass nur ganz bestimmte Werke von besonders angesehenen Juristen vor Gericht herangezogen werden. Hintergrund ist vielleicht auch Zweifel an der Echtheit mancher kursierender Schriften. Besonders festgelegt wird, dass die Sententiae des Paulus
zitiert werden dürfen. Das ist bemerkenswert, denn das ist aus heutiger Sicht eine unechte Schrift, die nicht wirklich von Paulus stammt. Unter den prinzipiell zitierfähigen Juristen wird dann noch eine Art Abstimmungsmodus vorgesehen. Das setzt wohl voraus, wenn es nur eine Klassikermeinung gibt, dann ist sie zu befolgen. Aber wo zwei Juristen sind, sind auch drei Meinungen und deswegen wird hier ein Modus vorgesehen, in dem Widersprüche aufgelöst werden können, nämlich durch schlichtes Zählen, durch schlichtes Abstimmen. Wenn also zwei Meinungen vertreten werden, siegt die, ist die vom Gericht zu bezeugen, die die Mehrheit hat. Bei Gleichstand entscheidet die Meinung des Papinian, wenn er sich denn geäußert hat. Er kann nicht sich durchsetzen gegenüber mehreren abweichenden Meinungen, aber er hat bei Gleichstand den Ausschlag, so ähnlich wie der Vizepräsident im amerikanischen Senat. Und nur wenn sich mit all diesen Regelungen kein Ergebnis erzielen lässt, zum Beispiel weil Gleichstand herrscht und Papinian gar nicht sich geäußert hat, dann ist der Richter frei, nach eigenem Gutdünken zu entscheiden. Wie ist das nun zu deuten? Nun, es zeigt zunächst mal das hohe Ansehen der klassischen Juristen, vor allem auch das hohe Ansehen des Papinian. Deswegen durfte der eben noch mal auf der Folie sein. Und eben eine Unsicherheit über die Echtheit der Werke. Insofern ist das erste Anliegen des Kaisers Rechtssicherheit, aber diese Rechtssicherheit schafft er auf einem doch relativ primitiven und intellektuell anspruchslosen Weg, indem er schlicht das Zählen der Stimmen vorschreibt. Und das zeigt eben das gesunkene geistige Niveau der Zeit. Man traut sich nicht mehr zu, die Argumente der Klassiker zu bewerten, sich eine eigene Meinung zu bilden. Stattdessen wird schlicht gezählt und abgestimmt. Das zeigt doch, dass bei allem Respekt vor den Leistungen der Spätantike zu dieser Zeit im 5. Jahrhundert die Rechtswissenschaft längst nicht mehr auf dem Stand war und das Rechtssystem, den es in der Klassik erreicht hatte. Letzter Punkt wäre ein Ausblick aufs moderne Recht. Ich hatte schon gesagt, der wäre Ihnen in diesem Fall nicht unbedingt abzuverlangen. Wenn man dazu was sagen will, muss man sagen, das moderne Recht kennt in Deutschland solche Regeln überhaupt nicht. Das hängt nicht unbedingt mit einem höheren intellektuellen Niveau heutzutage zusammen, aber damit, dass wir prinzipiell keine Verbindlichkeit von irgendwelchen rechtswissenschaftlichen Äußerungen kennen und deswegen auch nicht regulieren müssen, was verbindlich ist und was nicht. Prinzipiell sind alle rechtswissenschaftlichen Meinungsäußerungen für das Gericht unverbindlich. Es kann ihnen folgen, wenn es sie überzeugt, aber nicht deswegen, weil sie irgendwo in einem einflussreichen Kommentar geschrieben stehen. Das gilt sogar für die Entscheidungen anderer Gerichte. Wir haben in Deutschland keine Bindung an Präzedenzfälle. Das heißt, das Amtsgericht Trier ist frei, auch von der Auffassung des BGH in einer Rechtssache abzuweichen. Im Zweifel wird ein Richter, der das tut, gewärtigen müssen, dass die nächste Instanz sein Urteil aufhebt. Aber er ist frei, er tut nichts Falsches, wenn er seiner Überzeugung auch gegen die Auffassung höherer Gerichte folgt. Und insofern sind auch diese Präzedenzfälle für ihn nicht verbindlich. Und wenn beispielsweise kein Rechtsmittel zulässig ist, dann bleibt seine Meinung auch bestehen. Ein bisschen anders ist es im angloamerikanischen Recht, denn dort gibt es tatsächlich verbindliche Präzedenzfälle. Dort sind ja die Entscheidungen höherer Gerichte oder auch eines gleichrangigen Gerichts unter Umständen als Präzedenzfall verbindlich. Und weil es diese Verbindlichkeit gibt es dort auch tatsächlich Regelungen darüber, was man zitieren darf. Ich habe hier als Beispiel die Rules of Court von Kalifornien genannt, die vorschreiben, dass eine nicht publizierte Rechtsentscheidung auch nicht als Präzedenzfall zitiert werden darf. Damit bekommen die Gerichte die Kontrolle über die Präzedenzwirkung ihrer eigenen Entscheidungen. Nicht alles, was das Gericht entscheidet, hat auch Präzedenzwirkung. Der größte Teil der Entscheidungen wird nämlich nicht amtlich publiziert und ist damit auch nicht zitierfähig und erlangt keinen Präzedenzwert. Das hat also nichts mit einer intellektuellen Verarmung wie bei den Römern zu tun, aber damit, dass ein Regelungsbedürfnis dort entsteht, wo bestimmte Texte Autorität genießen. Aber irgendein Abstimmungsmodus oder dergleichen ist hier natürlich nicht vorgesehen. Insofern ist das doch eine sehr andere Regelung. Wären die Punkte einer Exegese abgearbeitet. Wenn Sie die Leitfragen auf StudIP sich angesehen haben und da noch nach einer Auflösung fragen, die ist recht einfach. Alle Aussagen, die dort zur Wahl gestellt haben, waren falsch.
Der Text stammt, wie wir gesehen haben, aus dem 5. Jahrhundert und damit nicht aus dem 6. und auch nicht aus dem Codex Justinian, sondern eben aus dem Theodosianus. Und erst recht stammt die Quelle nicht aus klassischer Zeit, sie stammt ja eben erst aus der Spätantike. Und nach dem, was wir eben zur Deutung gesagt haben, kann man auch nicht sagen, dass das Zitiergesetz den Richter zum selbstständigen Denken anregen soll. Im Gegenteil, das erspart es ihm in der Regel. Und ein besonders hohes Niveau des spätantiken Rechtsdenkens belegt es auch nicht, sondern eben, dass die Spätantike mit den Klassikern sich selber nicht mehr auf Augenhöhe sieht und auch tatsächlich zu einer argumentativen Auseinandersetzung anscheinend nicht in der Lage ist. Das wäre es aber. Stopp! Wir haben noch was. Im Hauptvideo zur heutigen Einheit fehlte eine neue Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe, die soll es aber geben. Auf Arbeitsblatt 13 finden Sie einen recht eigenartigen Text mit einer ziemlich unappetitlichen Geschichte von Valerius Maximus. Gerade weil das ein bisschen befremdlich ist, möchte ich es nicht unerklärt lassen und deswegen noch besprechen, was dieser Text mit dem Thema der heutigen Einheit Kognitionsprozess zu tun hat. Dazu gibt es wieder Leitfragen hier und auf StudIP und ich wäre dankbar, wenn das ein wenig Interesse findet und Sie sich vielleicht dazu durchringen, das zur Übung und als Feedback für mich zu bearbeiten. Vielen Dank.